Ja, sehr geehrte liebe Zuschauer, wie ihr seht, neben der berühmten Allianz Arena, schaut hier mal, wie groß die Gebäude ist. Maschallah. Bruder Allianz, Maschallah. Bayern München. Ja. Und jetzt, wir fahren weiter zu Mr. Herr Söder. Hallo. Peace. Ja, liebe Zuschauer, wie ihr seht jetzt, wir sind bei dem Mr. Söder, Mr. Hermann. Und ja, Leute sind schon voll da. Man kann nichts was sagen. Jetzt wir warten, bis die Rede kommt. Arunka, wie geht's dir soweit? Sehr gut. Ja, jetzt wird die Rede von der Ministerpräsident Herr Markus Söder kommen jetzt. Und wir sehen uns schon bei seiner Rede. Ja. Schauen wir weiter. مش عارف ما يطول في الكلام تاعه ما يطولش دي بكريسة وسمنش هيعمل في مقطع بيتزا ونشوك سايكون فايتر lustig jetzt lande ich wieder vor euch. Wären wir die sechstgrößte Volkswirtschaft in Europa, und wir beiden. Ja, bitte mir ist der Kameramann. Wir haben dank der Polizei Servus. Nicht abschrecken müssen. Ja, jetzt hören die Rede von der Herr Ministerpräsident. Ich weiß nicht, wie hört ihr mich ein bisschen oder wenn ich Subtitle schreibe. Leute, sehen wir uns.
wie ihr gesehen habt, die Nationalhymne ist schon jetzt vorbei und jetzt Bilderseite mit dem. Also wir sehen uns. Arunka, deine Lebenserfahrung jetzt? Ja, eine persönliche Begrüßung von Herrn Söder und Herrn Herrmann. Wir haben so einen Vortrag gemacht, das ist sehr freundlich und nett, wie wir sehen. Das ist der Präsident. Sehr schön. Und jetzt gehen wir auf andere Saal. Da gibt es was zum Essen oder so. Ja, wie ihr seht. Oh, das ist richtig schön dekoriert. Oh Mann. Ja. يعني سلمنا على المينيستر بريزيدون خويا دنيا سمريس شنو بكريسون شنو صار على جوت اورغانيزيت اوسادم ازوت بس زيت بلاس جيبن بس بس فيل wegen die Fotos Aufnahme von mit dem Ministerpräsident mit dem Innenminister auch aber normalerweise alles ist total gut und vielen Dank auf die Einladung und wir sehen uns. Ja, wie ihr seht, Essen dort, Leute machen noch Fotos mit dem Minister. Und wir essen, wir alles organisiert, sehr schön. Ja. Security, Polizei, alles total gut. Vielen Dank, Stadt Bayern, und wir sehen uns nächstes Mal. Ja, wie ihr gesehen habt. Was hast du schon gemacht? Was hast du schon durchgeführt? Ja, heute war Einbürgerungseinladung von Herrn Söder und Herrn Herrmann. Aha. Und? Das war richtig schön. Ich hatte mit beiden Smalltalk, das war richtig toll. Also das ist schon gut, die Empathie spielt immer noch eine Rolle. Und man weiß, wer wählt. Also das ist nicht eine Werbung für eine Wählkampagne oder so. Ja? Ich finde die Organisation super, wie ihr seht. Menschen sind überall. Ja? Doch, die Bilder. Das ist das Land, das Stadt Bayern. Ja, das finde ich richtig gut. Die Atmosphäre und die Einladung, das ist ein sehr schön. Wir sind ganz hinten. Der macht noch weitere Bilder. Und jetzt, das war's für die Nacht. Ja, unsere Nacht jetzt ist bald am Ende. Danke für die Einladung. Danke für die Atmosphäre, wie ich gesagt habe. Die Organisation ist brutal. Und nicht vergessen, hier ist die offizielle Saal für die Treffen mit Politikern und so. Bis zum WC gehen, oder nicht? Ja, und wie ihr seht, wir kommen unter die ganze Treppe runter. Und diese Folge, ich weiß nicht, wenn das ganz genau gepostet, müsst ihr euch bedanken für Unterstützung. Subscribe und danke sehr. Bis bald. Ja, die Status sind brutal, wie ihr seht. Das ist Bronze-Status. Und das ist der Präsident. Immer Bayern mit der Löwe. Mit dem großen Status. Ja. Abend war gut. Man kann nichts merken. Organisation war top. Schauen Sie hier. Organisation war top. Es war alles wunderschön. Ja, das kann man anders erwarten von Stadt Bayern. Top-Organisation. Fehlende, wie sagt man, beim Bilderaufnahme sollte schon besser sein. Ja, weil Leute haben sich gedrückt und das sollte nicht sein. Aber von Essen hier, von Organisation, von Gespräch, von Rede von der Minister. Brutal, alles brutal gut, vielen Dank. Top Organization, wie sagt man. Und wie ihr seht, der Residence München, Palast. Das ist nicht das Schloss, aber hier, das gehört zur Politik. Ja, ich zeige euch schnell. Ja, das ist auch brutal. Ich zeige es euch. Danach von anderer Seite, wie ihr seht. Herr Rumke, du redest mit einem Politiker. Von München.
Frau Arum? Ja. Sie hat drei Gespräche heute. Ja, mit Herrn Söder, mit Herrn Herrmann und mit Landrat von Erding. Genau. Ja, läuft. Ja. Ja, ich hoffe, sie bleibt so in meinem Blog jetzt. Also Blog, nicht in Politik. Doch, doch, doch. Ich bleibe immer an deiner Seite. Danke schön, Laura. Ich liebe dich immer. Wo gehen wir? Wir gehen jetzt ins Parkhaus, glaube ich. Irgendwo. Okay. Oder? Gehen wir zum Parkhaus. Ich zeige euch von anderer Kamera München. Yalla. Also was ich gut finde, der Söder, der Ministerpräsident, hat kleines Smalltalk gemacht mit uns. Ja, und Herr Herrmann auch. Das war ein bisschen lustig, er hat mir gesagt, Sie sind schon ein bisschen groß. Er hat mir gesagt, ja, ich bin der Größte von allen. Ja, aber der ist schon groß. Ja? Das aber stimmt, aber sehr nett. Sehr nett. Sehr nett. Ja. Ich muss schon mal ein bisschen. Ah, das ist ja auch schön. Karl Hansen und Sohn. Hansen. Karl hat. Ich war Tunesier, ich war Alman. Mashallah, schönes Leben. Alhamdulillah. Ja. Shukran Bayern. Vielen Dank, ehrlich. Stadt Bayern. Tunesien. Tunis, dann schon, inshallah. Ich hoffe auch mit Politikern von Tunesien machen wir. Ja. Irgendwann ein Video zusammen. Natürlich. Machen ja. Wir alles. Und da hat der Rauch. Das ist schon gut. Schönes Leben, ehrlich. Alles. Das war mit Termin, das war geplant. Das war nicht wie in Oberstdorf. Einfach so spontan oder so. Ja. Schönes Gebäude, oder? Sehr schön. Ja, muss man hier. Bisschen auch schön. Muss man hier irgendwann eine Episode machen. Ja. Und deswegen. Also liebe Zuschauer, أعزائنا المشاهدين، إن شاء الله مرة جاية نعمل حلقة باللغة التونسي، نجول هنا بيان نوريكم بلايص، فمش حاجة تتاكل، فما حاجة جديدة نشوفها، ونفيزيونات في نيكست فويدا إن شاء الله، يا، بيس ليبة زوشاور ونفيزيونات.